Wir sind auf unserer bisher wichtigsten Mission und das ist, unseren Freund zu helfen. Ja, mein Freund steckt irgendwo in Gefahr und dementsprechend suchen wir natürlich nach meinem Freund, denn 3 ganze Inseln bzw. Seen wollte ja Team Galaktik vernichten bzw. Pokémon bei 3 Seen fangen und der dritte See findet sich hier irgendwo im Schnee und dementsprechend suchen wir natürlich nach diesem dritten See, weil dort unser Freund sich befindet. Pokémon einmal ganz kurz wechseln, denn das habe ich noch nicht gefangen, also sehr interessant hier gerade für mich. Problem ist, ich weiß nicht, womit ich gut draufhaue, ohne das Ding zu one-shotten. Ja, wahrscheinlich hier Zerpeise. Dafür bist du doch gut, Zerpeise, oder? Zack, gib ihm, Zerpeise, einwechseln, easy. Ein, zwei Mal Absorber eingesetzt, dann können wir vielleicht einen Ball schmeißen. Wir probieren es einfach mal aus, gegen was auch immer Maschok hier macht. Zumindest gegen dieses Maschok. Ich bin bereit, Zerpeise. Setz Stärke ein, alles klar. Es war früher eine VM. In meiner Kindheit, da gab es sowas nicht, dass wilde Pokémon das konnten. So. Ach, du wirst dementsprechend auch von Eishageln getroffen. Das ist ja cool für dich. Effektiv. Immerhin. Immerhin. Absorber kann etwas. Und zwar so circa 5%. Oh, das war sogar ein Volltreffer, weil der mich liebt. Zerpeise liebt mich, Leute. Wie cool. Hat mir noch nichts gebracht, dass das sogar ein Volltreffer war. Dementsprechend, denke ich mal, muss ich rangehen. Und ein bisschen zu härteren Mitteln. Oh, so bin ich ein Peno noch. Ein bisschen zu härteren Mitteln greifen als einen einfachen Absorber. Ich habe ja noch coole Attacken wie so eine Kreuzschere, Schlitzer, Gesang. Wobei ich mir eigentlich den Gesang jetzt für das letzte Mal aufbewahren wollte. Ja, es ist noch viel zu viel LP. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Gesang nicht einsetze, dann sterbe ich. Deswegen, ja, ich sterbe mit Sicherheit das nächste Mal, wenn er mich angreift. Gerade mit einem Hagelkorn dazu. Setze ich noch einmal ganz in Ruhe Gesang ein. Der Rest kommt über den Hagelsturm. So. Also, Gesang, einmal einsetzen, Ball schmeißen, hoffen, dass er drin bleibt direkt im ersten Ball, denn ansonsten wird nach und nach der Hagelsturm ihn vernichten. Also, genau, Maschok, genieß deine Ruhe, schlaf wild und friedlich, tief und fest, lass dich nicht von mir stören und bleib einfach gemütlich in deinem Pokéball liegen und schlaf in Ruhe und Frieden dort weiter, bis du dann kommst zu Professor Eibe und er dich versorgen wird. Mit leckeren Beeren, was schön zu essen, anderen Pokémon zu spielen, in einer freien, großen Natur gegen, wo er dich vielleicht noch ein bisschen untersuchen wird, denn er ist ein Pokémon-Professor dementsprechend. Vielleicht hat er auch ein paar fiese Studien am Start, ich weiß es nicht so genau, aber danke, Maschok, dass du dich dazu bereit erklärst, von uns ein Teammitglied zu werden. Zack, Erfahrungspunkte sind gesammelt, Maschok ist bereit. Ja, nein, ich wollte den Text noch lesen, mein neuen Pokémon. Ach, Menno, egal. Ab in die PC-Box, ab zu Professor Eibe, da wirst du dich wohlfühlen, ich bin mir sicher. Oh, du möchtest kämpfen. Ob das so eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln, aber auch den Kampf werde ich gegen dich machen. Du hast ja gerade mal 3 Pokémon. Wie willst du mit nur 3 Pokémon mein wunderschönes Psyana besiegen? Oh, gefährlich. Pantimos ist gefährlich. So, wenn es wenigstens ein Pantimimi wäre, dann wäre es wenigstens die Vorentwicklung ein bisschen schwächer, aber so muss ich zweimal belegen. Es hagelt, Psyana wartet auf Anweisungen und zwar Spukball bitte und ja. Tschüss. War schön, gegen dich gekämpft zu haben, Pantimos. Tut mir jetzt eigentlich der Hagel auch weh, obwohl ich, wahrscheinlich tut mir der Hagel jetzt auch weh, mit Sicherheit tut mir der Hagel jetzt auch noch einmal weh, obwohl ich gewonnen habe. Ja, au! 7 ganze Lebenspunkte. Und warum? Wenn ihr mich mobbt. Fieser Hagelsturm. So. Und ich immer noch kein Eis-Pokémon habe. Das kommt vielleicht auch noch erschwerend hinzu. Konfusion, please. Hau raus, was du schon immer mal raushauen wolltest, Psyana. Und ja, yeah. Das war doch sehr, 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 sehr nett. Und dann können wir weiterschauen, was wir noch so für Gegner haben. Maschok eventuell. Du kannst auch gerne mal dein Machomai zeigen, falls du das hast. Und Psyana, schon wieder 7 LP. Schon wieder 7 LP. Ist eine absolute Frechheit. Sneebel. Habe ich schon mal gegen Sneebel gekämpft? Eis und Licht oder so, ne? Ich glaube nicht, dass ich dagegen gekämpft habe. Es ist auch alles wirkungslos und Spukball nicht sehr effektiv. Das kann hart werden, denn der hat bestimmt Attacken, die so gut, sehr effektiv sind gegen Psyana. Nicht sehr effektiv. Kratzfurie, ja, lächerlich. Verfehlt, es wird immer lächerlicher. Ich habe nichts gesagt. So, go. Spukball. Zweimal Spukball sollte reichen. Du bist zwar ein fieses Eis-Pokémon, das hier keinen Schaden nimmt in der Umgebung. Aber Psyana erledigt auch dich. Schätzchen, geh zurück in dein Pokéball, geh zu deinem Trainer. Und dann freue ich mich, dass wir das erste Sneebel dieses Let's Plays auch besiegt haben. Und ihr wart dabei. Ist das nicht cool? Zack, gute Arbeit. Nee, warte, das kann gar nicht das erste Sneebel sein. Sonius lügt in seinem Let's Play. Aber ich konnte ja sehen, welche Attacken welche Wirkung haben. Dementsprechend war es unmöglich, das erste. Ansonsten hätte ich die Wirkung der Attacken nicht gesehen, ich Trottel. Diese Kälte, die ist so billig. So kalt, dass ich zittere.
So, Astrainer Paolo, was hast du für mich hier draußen in den weiten Welten? Ein Raichu. Aber auch ein normales Raichu, kein Alola-Raichu oder ähnliches. Auch für dein Raichu habe ich wirklich die schönste Attacke, die du dir vorstellen kannst. Denn Psyana würde gerne spielen. Ja, hier, spiel mit Psyana. Spiel! Spiel mit Raichu. So wie du am besten spielst. Ich liebe es einfach. Nichts geht über Psychokinese, gar nichts. So, Level 49. Gut, dass wir bis Level 70 gehorcht mittlerweile, dank der zwei Arenen, die wir besiegt haben. Gyarados Level 40, auch perfekt. Und Hydro-Pumpe, ja klar. Wollen wir hier so eine starke Wasserattacke lernen. Zwar nur Genauigkeit von 80, aber das könnte unser Killer sein. Surfer, Naschweif 90-90, Kaskade 80-90. Ah, komm. Wir lassen die sichere Attacke da und dann lernen dafür nochmal einen ganz entspannten Hydro-Pumpe. Und vielleicht sollte ich mir mal ganz kurz angucken, welche Attacken wirklich Schaden bei meinem Garados machen. Hippopotas. Okay. Zeig raus. Haben wir doch schon mal bekämpft, oder? Hoffe ich zumindest. Sandsturm. Wir haben keinen Schnee mehr. Ein Sandsturm kommt raus. Oder haben wir jetzt beides? So. Das haben wir jetzt wirklich noch nicht besiegt. Ich hoffe mal, dass Psychokinese einen Effekt hat. Ja. Das ist schon mal beruhigend, dass ich überhaupt angreifen kann. Denn das jetzt bitte, meine lieben Freunde. Das war der erste Kampf gegen Hippopotas, den ich je im Pokémon Strahlender Diamant gespielt habe. Und ihr wart dabei. Diesmal aber nicht gelogen. Immerhin. Und Pelipper, ich kann zwar jetzt auch ein Blitz-Pokémon auspacken, aber ihr kennt mich. Ich kann nicht anders, als mit dir zu kämpfen. Und auch das erste Pelipper, das wir bekämpfen in diesem Let's Play. Und ihr wart dabei. Okay, ich höre auch so einen Schwachsinn zu labern. Das tut mir leid. Volltreffer, weil es mich liebt. Ja, einfach nur so ein Volltreffer, okay. Das sind die Besten, dieses... Dein Pokémon liebt dich. Deswegen gehst du jetzt in den absoluten Cheat-Modus. Bumm, haben dich. Weiter. Beutel, eventuell ein Supertrank, wenn wir es haben. Nee, haben wir nicht. Ich hätte nur einen Hypertrank. 120 Punkte LP sind viel zu viel für das Psyana. Und, bin ich hier noch richtig? Ja, ich bin... Oh, ich muss ja noch viel weiter in den Norden. Aber noch viel, viel. Rechts steht ein Trainer, glaube ich. Und, komme ich überhaupt durch? Ja, ein ganz bisschen komme ich hier durch. Gibt es hier auch wilde Pokémon? Fläschchen Eisen, cool. Ich weiß auch nicht, wem ich das geben sollte. Aber auch hier, bam. Da ist sogar Hagelsturm, okay. Random Haus in der Einöde. Wer kauft mir auch so ein Haus in der Einöde? Ich will das auch haben, bitte. Also jetzt nicht genau dieses Haus, aber ein Haus. Hey, Boy. Als ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich eine TM verloren. Sie enthielt die Attacke Kraxler. Die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Oh, wait, die brauche ich, oder? Ich glaube, ich brauche Kraxler. Ist das nicht die VM auch später? Ja, danke. Easy gefunden, okay. Wenn ich sie hier brauche, ja, VM-Attacken, da ist sie schon ausgegraut. Ich sehe sie. Zack. Sobald ich sie benutzen kann, haben wir sie bereit. Und hi, ich würde gerne kämpfen. Mein Psyana möchte noch ein, zwei Angriffe einsetzen, wenn es okay ist. Und bitte hab irgendwas, wo Psychokinese sehr effektiv ist, dass ich Konfusion einsetzen kann, Annika. Ja, das wäre super sweet von dir. Meryl. Meryl hat, glaube ich, nicht Konfusion sehr effektiv, aber ist so schwach. Wobei, bist du in dieser Generation ein Fehl-Pokémon? Dass irgendwann die erste Generation Fehler zu bekommen hat, ist das Verwirrendste, was je passieren konnte. Wir probieren einfach mal aus, was passiert. Wir sind fast 15 Level drüber gehen. Das sollte doch eine Konfusion auch reichen, oder? Ja, dankeschön. Hat auch gereicht. Damit ich nicht zu viel Psychokinese verbrauche, bis ich beim See angekommen bin. Zack, dich haben wir. Psyana wird von den Hagelkörnern getroffen, ist gar kein Problem. Noch habe ich über die Hälfte meiner LP. Und Pipi ist jetzt auch interessant. Pipi. Pipi. Ihr hattet einen sehr, sehr schönen Story-Arc bei Pokémon damals. Und, warte, bei dir wollte ich eigentlich Spukball einsetzen. Konfusion wird auch reichen. 15... Ja, ich dachte gerade, hätten LP-Punkt behalten. Ich habe mich ganz kurz verguckt. Ich dachte gerade ganz kurz, Annikas Pipi hätte noch einen LP-Punkt behalten. Aber so haben wir dich auch besiegt und können uns weiter auf den Weg machen zu meinem Freund. Und anscheinend gibt es hier keine wilden Pokémon. Zumindest bin ich bisher auch noch keines gestoßen. Hi, ihr müsst auch kämpfen. Du siehst aus wie so ein kleiner Kämpferboy. Und kleine Kämpferboy haben viele Kampf-Pokémon und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich dann Konfusion benutzen kann und so kämpfe ich am liebsten. Nee, Glibunke wollte ich nicht sehen. Wirklich. Wenn es ein Kampf-Pokémon gibt, das ich nicht sehen möchte im Kampf, dann ist es Glibunke, das die Erstschlag-Attacke hat. Wirklich. Zack, Vorahnung, okay. Psyana erschaudert und wenigstens reicht Konfusion, aber trotzdem. Ha! Ha! Du setzt die Erstschlag-Attacke nicht ein. Wie cool. Hast du sie eventuell schon verlernt, Bro? So. Die Bunkel wurde besiegt. Ich bin so traurig. Ist das fies?
Bam! Xiana wurde von der Hagelkörner getroffen. Sehr, 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 sehr cool. Und jetzt kommt noch Mashok, okay? Bin auch für Mashok bereit, denke ich. Zumindest. So. Xiana wartet auf Anweisungen. Konfusion wird auch diesmal unsere Strategie sein, mit der wir dieses Mashok bekämpfen. Wunderbar. Ich freue mich eigentlich nur auf die Arena. Auf die Arena. Auf die Top 4. Und am Ende dieses Rematch gegen Cynthia irgendwann. Das sind die zwei Matches, auf die ich mich freue. So, dich haben wir. Unser Xiana geht es langsam gar nicht mehr gut. Och, warum denn jetzt noch ein Onix? Du warst so, so schön dabei, nur Kampf-Pokémon einzusetzen, die ich one-shotten kann mit einer Konfusion. Und jetzt muss ich zweimal überlegen, ob ich wirklich Konfusion einsetzen will. Aber komm, wir machen's. Was soll's? Wird von One-Shot reichen. Der hat... Robustheit. Okay, es wäre vollkommen egal gewesen, was ich eingesetzt hätte. Bitte, stirb an der Verwirrung. Zeig einfach, dass du daran... Komm, ist verwirrt. Das sind die Winning Moves, meine Freunde. Das sind die Winning Moves, meine Freunde. Darauf ein Like auf dieses Video, bevor ich das vergesse nachzufragen. Das ist einfach ein super Support. Vielen lieben Dank, falls ihr diese Let's Plays teilt, falls ihr sie like, kommentiert, einfach alles. Dankeschön an jeden, der einfach ja meine Projekte hier auf dem Kanal supportet. Dankeschön geht raus. Einfach nur, falls ihr dieses Video schaut. Das ist schon Support genug. Vielen lieben Dank. So. Hi, Girl. Möchtest du auch kämpfen? Ich bin bereit. Du möchtest kämpfen, wenn du nicht kämpfen möchtest, weil du Angst vor mir hast. Kann ich das verstehen, liebe Mareike? Dann darfst du dich auch zurückziehen. Aber ich nehme das auch dankend an, dass ich dich jetzt hier weg one-shotten darf und meinem Xiana auch ein bisschen leveln darf für die Top 4. Denn meinem Xiana auch so easy durch die Top 4 durchrusht. Denn das große Problem wird sein, ich muss auch ab und an in der Top 4 Konfusion benutzen und darf nicht nur Psychokinese benutzen. Und wenn ich auch Konfusion benutzen muss, muss das Level meines Xianas hoch genug sein für die Top 4, für die One-Shots. So, dich haben wir. Danke. Ich bin mal gespannt, gegen wie viele der Pokémon in der Top 4 ich Psyana benutzen kann. Und ob ich die Fee-Attacke vorher noch lerne. Sea war uncool. Das war irgendwie greift zwei Runden später an, ne? Ja, nee. Also ist zwar super stark, aber pff, nee. Aktuell nicht. Ja, ich bin mir sicher, ich möchte aktuell Sea nicht erlernen. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft, aber jetzt gerade brauche ich es nicht. Und Golking. Mit was für random Stuff du hier ankommst. Level 37 sogar. Zwei Level höher als das Onix von ihm gerade und Spukball ist ein bisschen, ja, ich setze lieber Spukball ein als Konfusion, um den Sieg mir sicherer zu holen. Das ist nochmal ein bisschen stärker als Konfusion. Ich weiß nicht, ob Konfusion, wow, das reicht nicht. Okay, hätte ich nicht gedacht, aber dann kann ich jetzt wenigstens lohnenswert im Nachhinein, ja, ich bin im roten Bereich, ist okay, ich kann wenigstens jetzt lohnenswert im Nachhinein, zack, Spukball raufhauen, genau, den Supertrank oder Hypertrank, was das war, benutzen für 120 LP. Upp. Ciao, Golking. Danke für den Kampf. Bitte gib mir deine Poké-Dollar. Ich möchte reich werden. Dadin. Trainerin Mareike wurde besiegt. Puh, du bist ein Mensch. Was für eine Erleichterung. Ach, die hatte Angst vor mir, weil sie dachte, sie kämpft hier gegen Pokémon oder was. So. Beutel. Wo warst du, Hypertrank? Da. Und bitte einmal Psyana vollfüllen. Dankeschön. Wunderschöner Hypertrank. Hat mir geholfen. Dann bin ich bereit für die nächsten Kämpfe gegen... Ich bin schon am Stärkeufer. Ah! Stärkeufer ist der See, den ich gesucht habe. Und... Oh, dich habe ich noch nicht. Schneebedeck habe ich noch nicht. Und... Oder? Habe ich das im letzten Let's Play-Part gefangen? Wir werden es jetzt gleich sehen. Einmal kurz einen Tempoball raushauen. Hoffen, dass es direkt drin bleibt. X. Und dann da Flottball. Ein ungewöhnlicher Ball, der zu Beginn eines Kampfes am wirkvollsten ist. Flottball, los! Bleib einfach bitte easy direkt drin, Schneebedeck. Ja, genau. Okay. Ja. Perfekt, würde ich sagen. Schneebedeck wurde gefangen. Klasse. So soll es immer sein. Ein neuer Eintrag. Da es aus schneebedeckten Bergen zu Hause ist und dort kaum Kontakt zu Menschen hat, nähert es sich diesen mit großer Neugier. Also, die meisten haben eher Angst und ziehen sich zurück vor etwas, was sie nicht kennen. Aber cool, finde ich sympathisch, Schneebedeck, dass du direkt zu uns kommst. Soll bitte nicht in mein Team. Finde ich sympathisch auf jeden Fall, dass du direkt zu uns kommst. Deswegen habe ich dich auch gefangen, damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen können, Schneebedeck. Wenn ich die Arbeit hier mit Bravour zu Ende bringe, habe ich einen Pipi verdient. Ist denn ein Pipi? Und du? Wir stellen dir sicher, dass die Arenaleiterin von Blizzard uns nicht in die Quere kommt. Aber ich möchte da eigentlich rein, oder? Möchte ich dann der... Warte. Hä? Bro? Muss ich hier nach rechts? Eventuell? Vielleicht muss ich hier nach rechts. Ich dachte, wir wollen zum See. Warum bekämpfen wir jetzt nicht Team Galaktik? Möchte ich jetzt in die Stadt und nicht zum See? Ich bin verwirrt. Aber ich kann hier nochmal wunderbar ein weiteres Pokémon fangen.
Und auch hier probieren wir die gleiche Strategie für das Meditales. Flottball hat eben gerade so gut funktioniert. Hier wird es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu fangen, aber Flottball ist so ein super Ball. Was für ein wunderschöner Ball der Flottball ist. Also ich glaube, davon muss ich leider nochmal 10, 20 Stück kaufen. Zack, klasse. Meditalis wurde gefangen und auch hier bitte den Text diesmal lesen, was uns erwartet dafür, dass wir Meditalis gefangen haben. Also, ein Eintrag wurde festgelegt. Dieses Pokémon kämpft mit eleganten, tänzelnden Bewegungen und hat seinen sechsten Sinn mit Yoga-Übungen geschärft. Okay, ich mache kein Yoga, aber vielleicht wäre das... Okay, ich glaube, das wäre nichts für mich. Manchmal versucht meine Frau mich dazu zu überzeugen, zu sagen, ey, Schatz, mach Yoga, mach doch noch mit, lass uns das zusammen ein bisschen machen, Yoga, können wir gechillt hier, du tänzt jetzt ein bisschen, ich tänze ein bisschen. Ich denke mir so, ja, nee, danke, macht mir irgendwie jetzt nicht so viel Spaß. Ich mache lieber richtigen Sport. Sneevil! Habe ich dich schon gefangen? Ich glaube auch nicht, Sneevil, oder? Los, Psyana, du schaffst das! Ein Flottball und Sneevil ist gefangen. Es hagelt, gar kein Problem, wenn man das Pokémon direkt fängt, in diesem Flottball, dann ist ja auch easy drin. So, zeig. Dreier-Streak. Gib ihm. Genau. Ja. Gut. Dankeschön. Gut so. Der Flottball ist mein neuer Lieblingsball. Ich merke das schon. So. Sneevil möchte ich keinen Spitznamen geben. Und ich habe wieder verpasst, mir durchzulesen, was es über Sneevil zu lernen gibt. Okay. Und ich finde es so angenehm, dass hier mal neue Pokémon sind. Und nicht... Kleinstein, Ponita, 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 Kleinstein, Ponita, Ponita, Kleinstein, Kleinstein, Ponita und vielleicht nochmal ein Ponita, die ja sonst überall waren. So, Sneevil, aber trotzdem heißt es nicht, dass ich jetzt unbedingt gegen dich kämpfen möchte, sondern ich möchte weiter zur Arenaleiterin von Blizzard, denke ich mal. Muss ich hier runter, bin ich hier richtig? Ja, ich bin auf jeden Fall in der Stadt angekommen. Wait, hätte ich auch Boot fahren können. Eines Tages würde ich gerne einen richtig starken Trainer an Bord willkommen heißen dürfen. Du weißt schon, einen Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wurde. Ah, da muss ich hier zurückkehren. Okay. Okay, es ist alles voller Eiseskälte. Wir haben hier eine Arenaleiterin, einen eingefrorenen Bagger und eine sehr scary Musik. Und was für eine Arena haben wir? Wahrscheinlich Eis, oder? Alles andere wird mich jetzt verwirren. Hallo, meine lieben Freunde, wie geht's euch? Möchtest du den Weg hier durchschaffen? Dann kriegst du von mir den Hinweis. Honey, zukünftiger Champ, sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und da auf dem Boden liegen? Du musst mit Karach über Eis schlittern, um sie aus dem Weg zu räumen. Die Arenaleiterin setzt übrigens Eis-Pokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuerattacken zum Schmelzen. Und denk immer daran, in dieser Arena kommt es auf die Konzentration an. Also konzentrier dich. Okay. Was ist... Okay, das ist einfach nur eine Sperre. Zack. Oh. Okay. Hi. Ich wollte ein, zwei Trainer besiegen, genau, bevor ich einmal zurückgehe ins Pokémon Center und Psychokinese wieder auflade. Ich glaube, Psychokinese werde ich brauchen in dieser Arena. Sneevil! Okay, ich bin bereit für das erste Sneevil. Ich bin bereit für den ersten Kampf, was geht in dieser Pokémon Arena gegen das erste Sneevil dieser Arena, von dem wir mit Sicherheit mehr sehen werden, wenn wir jetzt schon das erste sehen. Also, Psychokinese ist wirkungslos, Spukball ist nicht sehr effektiv und Konfusion ist wirkungslos. Und ich glaube immer noch, dass Sneevil sehr effektive Attacken hat, wie eben gerade auch schon. Das macht das Ganze nicht angenehmer. Eissturm, okay. Friert das mich ein oder macht das nur Schaden? Bumm. Bitte frier mich nicht ein. Initiative gesenkt oder sowas? Ja, das war Initiative. Aber ist gar kein Problem, wir haben immer noch genug Initiative, um anzufangen. Schadet doch nicht. Ich habe mich getäuscht. Spukball. Hat die Arenaleiterin auch die Weiterentwicklung von... Es gibt auch eine Weiterentwicklung von Sneevil, oder? Aber die gab es noch nicht zu dieser Generation. Ich weiß es gerade nicht. So, Tentoxa in der Eisarena. Okay, so ein Wassergift-Pokémon in der Eisarena wollte ich auch schon mal sehen. Aber dafür müsste Konfusion wieder sehr effektiv sein. Egal, ich gehe so oder so zurück zum Pokémon-Center, dann kann ich auch meine Psychokinese-Attacken verschwenden. Ich muss nicht das Risiko eingehen und zu gucken, ob ich das mit Konfusion one-shotte oder sowas. Wunderschöne Musik. Zack, Levelausstieg von Luxtra. Danke. Und wir haben Romana besiegt. Oh, genau, ein guter Trainer trägt unabhängig von der Situation den Sieg davon. Danke. Ich finde auch, ich bin ein guter Trainer. So, hi, Bro. Wir haben die ganze Zeit in den Schneestämmen von Blizzard gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sehr uns das abhärtet. Oder abgehärtet hat. Okay, ich bin gespannt, wie sehr es dich abgehärtet hat. Astrainer Dennis fordert hier raus. Schneebedeck, los! Pflanze Schnee kriegen wir aber auch locker flockig down mit Psyana! Du schaffst das!
So. Hagelalarm von Schneebedeck. Macht ihr direkt einen Eissturm? Ja. Dankeschön. Und dann... Okay, wenigstens nur ein Pokémon. Das kann ich easy one-shotten, dann kann ich weiterziehen. Und dann interessiert mich der Hagelsturm auch nicht. So, Schneebedeck. War schön, gegen dich gekämpft zu haben. War eine angenehme Zeit mit dir. Und jetzt geh zurück zu deinem wunderbaren Trainer. Und dann lass mich weiter andere Pokémon hier drin bekämpfen. Also, Trainer Dennis wurde besiegt. Oh nein, warum bist du nur so stark? Und warum fliege ich nur so toll? Wie funktioniert das eigentlich, dass ich da hochkommen soll? Kann ich hier nicht hoch? Bedeutet ja... Zack, komme ich hier durch einfach? Ja. Kann ich jetzt hier so hoch? Ja, okay. Aha. Dann kann ich auch hier hoch. Aber ich kann jetzt nicht hier nicht hoch. Und ich kann diesen Ball nicht verschieben, oder? Sehr interessant. Haben die sich das vorgestellt? Dass ich den Ball nicht verschieben kann? Wupp, 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 wupp. Und wupp. Gehen wir mal durch die Mitte. Zerstören wir erstmal alles, was hier ist. Ach, den kann ich auch nicht zerschieben. Okay. Okay. Interessant. Was ihr hier geplant habt. Doch, so kann ich den kaputt machen, von der Seite, okay. Das bedeutet, wenn ich ihn nur von der Seite kaputt machen kann, muss ich mir also überlegen, wie ich das schaffe, seitlich da drauf zu springen, ne? Zack, hoch hier bitte. Ja, und das ist wahrscheinlich, wenn ich vom Rücken aus gegen die Trainerin komme. Also muss ich irgendwie da auf diese doppelte Eisfläche. Da war ich doch gerade schon, oder? Spinne ich gerade. Irgendwie war ich da gerade. Hier hoch, hier hoch, hier hoch und jetzt nach links, oder? Zack, zack. Nee, das hat nicht gereicht. Außerdem muss ich den da zerstören. Den hier muss ich zerstören. Ich hatte den ganz falschen im Kopf. Okay, weiter. Und nee, 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 nee. Bitte wieder zurück. Wir finden schon das Rätselslösung. Ich weiß noch nicht, wann die Schneebälle zerstören, aber ich denke mal, wenn man voll Karacho hier so runtergeht. Bupp. Genau. Dann werden die zerstört, wenn man voll Karacho runtergeht. Und jetzt muss ich noch den obersten irgendwie finden. Okay, lalalalala. Hier komme ich nicht rauf, aber hier. Und wir kämpfen mal gegen dich, dann kommen wir einmal rüber auf die andere Seite. Also, ja. Wir probieren es mal aus, was passiert, wenn wir gegen dich kämpfen, Girl. Wenn wir hier rüberkommen auf die andere Seite bei der Ass-Trainerin Rebecca. Ich bin bereit. Du hast einen Pelipper. Auch wieder. Interessant, dass sie hier oben alle im Norden Pelipper benutzen. So, für dich, Pelipper, habe ich aber, wenn du möchtest, Psychokinese. Und Niesel, du kannst es regnen, das ist ja auch cool, Pelipper. So, für dich, wenn du möchtest, habe ich Psychokinese, aber nicht mehr ganz so viel. Deswegen mache ich das jetzt doch, weil ich keine Lust habe, zurückzugehen zum Pokémon Center jetzt spontan, wenn ich gerade hier doch kämpfe. Bewahr mir ein paar Angriffe auf und benutze einfach mal Blitzangriffe. Das ist doch auch cool, oder? Luxtra, genau. Besiegt das Teil bitte mit Bedroher. Nimm ein bisschen Schaden im Empfang, das verkraften wir schon. Zack, Flügelschlag ist okay. Und... Zack, Luxravat auf meine Anweisungen mit einer Schockwelle, Funkensprung. Ja, Schockwelle, let's go. Warte einfach mal drauf, Luxra. Und zeig mir bitte den One-Shot gegen Wasserblitz. Gegen Wasserflug sollte das doch easy gemacht sein. Komm, nächstes Pokémon. Was hast du noch für mich? Was kann ich einwechseln, um einen möglichst einfachen Kampf zu haben? So, du hast ein Enteron. Ja, dann bleibe ich da, wo ich bin. Warum habt ihr nur Wasser-Pokémon in der Eisarena? Warum nicht so was Cooles wie Milotic, Schneebedeck? So, wir setzen Schockwelle ein. Halt, mehr Eis-Pokémon. Ihr habt viel zu wenig Eis-Pokémon. Schockwelle und bumm. Sehr schön, Enteron wurde besiegt. Das war sehr effektiv. Ach, so genieße ich das doch jedes Mal wieder. Was hast du noch, meine liebe Gegnerin? Rebecca hat noch ein Stalos. Panferno? Ich möchte bitte sehen, dass du diese Stalos auch one-shottest. Ich vertraue jetzt einmal auf dich. Ich weiß, dein Angriff ist schwach. Ich weiß, du bist kein Panferno, das gerne Schaden macht. Aber ich glaube an dich, Panferno. So, da kommt Stalos. Und, bababam, du wartest auf Anweisungen mit Nahkampf. Go, bitte. Ja, baller den Nahkampf einfach easy peasy raus. Es reicht nicht mal. Du bist so schwach, Panferno. Du kannst gar nichts. Boah, das tut weh. Ey, sorry, ich kann nichts machen. Das Panferno muss einfach aus meinem Team fliegen. Wie schwach kann ein Panferno sein? Das ist auf Level... Welchem Level? Sag nochmal ganz kurz. Panferno, ja, du wartest auf Anweisung. Level 44, ein Level 37 Stalos mit einem sehr effektiven Nahkampf, der 120 Stärke hat, nicht besiegt kriegt. 120 Stärke. Psyana hätte es ohne sehr Effektivität mit 80 Stärke auf Psychokinese geschafft. Also, sorry, Panferno, du bist absolut schwach. Du bist wirklich ganz, ganz niederer Rang hier.
So. Zerpeise steigt ein Level auf. Das freut mich doch. Klebenetz. Was ist denn Klebenetz? Noch nie gehört, den Angriff. Der Anwender spinnt in der Umgebung des Gegners. Okay, ein klebriges Netz, das die Initiative eingesetzter Pokémon senkt. Ist ganz cool. So gerade wenn Zerpeise das erste Pokémon im Team ist bei so einem Trainerkampf. Aber brauche ich, glaube ich, auch nicht für die nächsten Kämpfe. Stattdessen. Aha. Okay. Und jetzt kann ich hier hoch. Jetzt kann ich nicht. Runter war ich schon, ne? Okay, dann war das also gerade dumm. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Hoch, genau. Zack. Ich weiß halt noch nicht so genau. Ups. Und jetzt bitte wieder hier rüber. Blub, 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 blub. Ich muss ja. Achso, einfach nur einen hoch. Also den hier runter. Und hier nach rechts. Zack. Und dann wird das zerstört. Ja, dann wird das zerstört. Und jetzt kann ich hier hochlaufen. Rein theoretisch. Immer noch nicht. Zack. Genau. Und ich kann hier hochlaufen, wenn ich irgendwie einen mittleren Weg finde. Bedeutet, ich muss vermutlich noch diesen Ball da zerstören, indem ich hier gegen den Trainer, da muss ich rein, in das Eisfeld, das da zu sehen war. Und da komme ich hin, indem ich hier nach links hochgehe, genau. Dann hier links, hier links, hier links, hier links und runter da. Pupp. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Und jetzt muss ich irgendwie noch von rechts. Einfach nur auf das erste Teil. Cool. Kriegen wir auch hin. Passt auf. Also, runter. Hier hin. Danke. Wieder bitte zum Ausgangspunkt zurück. Einmal links rüber. Rechts rüber ist das natürlich. So eine kleine Links-Rechts-Schwäche vielleicht manchmal merkt. Und nee. So weit wollte ich gar nicht. Sondern, du musst da auf den ersten Punkt, ne? Hey, wie habe ich das denn vorhin gemacht? Wann habe ich das doch geschafft, oder? Ach, ja klar. Ich sehe, wie ich das geschafft habe. Wie ich hier oben auf diese Schneefälle gekommen bin. Zack, zack. Und jetzt hier runter. Dann müsste sich... Nein, das ist falsch. Ah. Ja, da oben. Ich sehe. Zack, zack, zack. Okay. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich... Ja. Da oben. Da oben. Ja, hoch. Danke. Rüber da. Und runter. Zack, 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 zack. Und jetzt von hier aus kann ich das aber zerstören, oder? Ja, das wollten wir doch alle sehen. Jetzt kann ich einmal durch die Mitte durch, hoch zur Arena-Leiterin und kann mir meinen Kampf gönnen. Und einmal runter bitte. Und dann... Nein, nicht raus. Ich will doch nicht raus. Ich will direkt weiterkämpfen hier im Blizzard. So, zeig mir den Weg zur Arena-Leiterin. Kämpf dich bitte. Als ob ich jetzt alles nochmal machen muss. Das ganze Rätsel... Als ob ich jetzt das ganze Rätsel nochmal machen muss. Die wollen mich doch veräppeln, oder? Oh nein. Ich fühle mich so veräppelt. Ich fühle mich original so veräppelt. Was habe ich getan? Was habe ich den Spieleentwicklern getan, dass sie mir das antun? Dass ich das alles nochmal machen muss. Zack, die haben wir schon zerstört. Cool, 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 cool. Habe die hier hoch und rechts runter. Zack. Das Ding da bitte zerstören. Ja, danke. Hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Kriegen wir schon hin. Zack. Auch dich haben wir jetzt zerstört. So wie es sein soll. Hoch da bitte. Und hier habe ich nochmal die mittleren ganzen Ebenen jetzt zerstört, die da so chillen. Wahrscheinlich habe ich den mittleren, ja, den linken hier rüber. Zack. Zerstört, zerstört, zerstört. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wups, wie ich die ganzen Teile da in der Mitte nochmal zerstört kriege. Also... Nein. Doch, ist eigentlich gut. Glaube ich. Eventuell gut. Okay. Hoch hier, runter hier. Und dann lande ich wo? Zack, kann ich das von hier aus schon zerstören? Ja. Von hier aus kann ich das schon zerstören. So. Ich muss da rechts auf das Eisfeld. Bedeutet hier hoch. Oh mein Gott, ist das anstrengend, alles noch einmal zu machen. Und wieder hier runter. Passt auf. Und dann kriege ich den Schnellwerler zerstört. Fehlt nur noch... Zack, du bist es nicht. Ich muss da oben zur Pokémon-Trainerin hin. Da kommen wir auch schon irgendwie wieder hin. Ich bin mir sicher, das schafft Sonius. Die Frage ist, wie Sonius das schafft. Vor die Pokémon-Trainerin musste ich. Also hier hoch, hier links, runter. Kämpfst du noch? Okay, gegen dich haben wir noch nicht gekämpft. Ist okay. Und nächstes Mal bitte nicht aus der Arena rauslaufen, Sonius. Bitte nicht noch einmal dieses Rätsel machen. Du hast mal das Prinzip verstanden. Du weißt jetzt, wie es funktioniert. Ein Schneebedeck ist easy gemacht, eine Psychokinese und du bist down. Dann habe ich noch 4 für den Arenaleiter oder die Arenaleiterin, je nachdem, was wir gleich antreffen werden. Hagelalarm von Schneebedeck.
eine Psychokinese gegen Schneebedeck. So, setz ein. Du darfst anfangen? Du hast eine höhere Initiative als beim Siana? Absolute Frechheit, ich sag's euch. Ey, André spielt auch Pokémon Strahlender Diamant. Das finde ich immer so lustig, wenn ich dieses Play aufnehme und zwischendurch oben links sehe, dass irgendjemand aus meiner Freundesliste auch das Game startet. Shoutout an dieser Stelle. Zack. So. Und runter hier. Zack, zerstört. Perfekt. Kann ich von hier aus auch irgendwie in die Mitte kommen? Nee, ne? Ich muss wirklich wieder zurück in den Eingang. Also vielleicht gibt es irgendeinen Heimweg, den ich gerade einfach nicht checke. Aber ich gehe einfach mal wieder zurück in den Eingang und jetzt bitte nicht nur nach oben. Genau. Nur nach oben. Ganz, 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 ganz ruhig. Bis du hier vor der Arena-Leiterin stehst und ihr sagen kannst, du möchtest mich also herausfordern wie? Nichts lieber als das. Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Frieda, ich warne dich. Ich bin auch stark und ich weiß auch, mich zu konzentrieren, ja? Also, das ist hier schon ein gerechtes Battle zwischen dir und mir, Frieda. Mach dir da mal keine Sorgen. Arena-Leiterin Frieda fordert dich heraus. Mit Schneebedeck. Eine Psychokinese und du Vieh, das hat wieder eine höhere Initiative als ich. Oder war das so eine Erstschlagattacke, von der ich nicht weiß? So. Hagelsturm von Schneebedeck. Und Siana, es fängt an zu hageln, ist okay. Wartest auf meine Anweisung, die sollst du bekommen. 4 Pokémon und 4 mal Psychokinese hätte ich. Ja, ich glaube, das war eine Erstschlagattacke vorhin. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das kann gar nicht eine höhere Initiative gehabt haben. So ein billiges Schneebedeck auf Level 37, was das war, gegen 51 Psyana. Selbst wenn man jetzt nicht komplett maximal auf Initiative geskillt ist. Ich glaube, das ist. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Das einzige Pokémon, das ich nicht bekämpfen möchte, ist Sneebel. Und oh, ich möchte dich eigentlich nicht benutzen, Panferno. Aber du hast sehr effektive Attacken. Ich glaube, Glow wäre smarter gewesen, einzuwechseln. Aber du hast sehr effektive Attacken. Und selbst wenn Panferno stirbt, ich habe leider keine Verbundenheit mehr zu dir. Schwache Pokémon werden einfach aussortiert in dieser Welt. Es tut mir leid, Panferno. Schwache Pokémon werden einfach aussortiert. So. Ach, warte. Kampfattacken sind auch sehr effektiv. Du gehst unter die Erde. Dankeschön für gar nichts. Setz deinen Schaufler ein. Macht viel Schaden gegen mich. Ist okay. Danach haue ich wenigstens den Angriff mit 120 Angriffspunkten auf dich. Schaufler! Bumm und... Hat ordentlich Schaden gemacht. Das gebe ich zu. War auch sehr effektiv. Gebe ich auch zu. Und warum ist es jetzt eine Bäre? Wofür war die? Immerhin, nachdem du eben gerade es nicht geschafft hast, Stardust zu besiegen. Immerhin das Nibel. Ich bin stolz auf dich, Panferno. Hast du gut gemacht. Oder Pampyro? Nee, Panferno. So. Raspelbeere wurde besiegt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber okay. Gönn dir. Und wir werden von Hagelsteinern getroffen. Ist okay. Was hast du jetzt nächstes für mich? Meditalis. Ich bin bereit. Habe ich gerade erst gefangen. Kampf. Was ist der zweite Typ? Kampf Psycho? Hat er sowas Krankes? Hat sowas Krankes, oder? Wir werden es ja gleich sehen, ob Psychokinese noch einen sehr effektiven Effekt hat oder nicht. Oder ob es nur Kampf ist. So, Psyana war... Nein! Egal. Ich wollte nicht Psychokinese einsetzen. Aber es reicht ja trotzdem für den One-Shot. So, was hast du jetzt noch? Die Weiterentwicklung von Schneebedeck? Also cool würde ich finden, wenn du Milotic hast. Das wäre jetzt das einzig Wahre, was du einsetzen könntest. Nee, schade. Du hast doch das, was man von dir erwartet. Einfach nur einen langweiligen Rex. Okay. Hau uns raus. Wupp. Rexblizzer. Okay, Psyana wartet auf Anweisungen. Psychokinese. Und? Please, sag mir One-Shot. Das wäre so schön. Schade, ich hätte so gefeiert, wenn das ein One-Shot gewesen wäre. So, das bedeutet, Rexblizzer darf sogar noch einen Angriff einsetzen und ein paar KP auffüllen. Aurora-Schleier. Das klingt ja noch eine interessante Attacke, aber ich habe das Gefühl, die wird dir jetzt nicht mehr viel bringen. So, ich werde von Hagelkörnern getroffen. Mein Gegner wird nicht von Hagelkörnern getroffen. Ist gar kein Problem. Und warum hat die eigentlich nichts an? Die ist ja crazy drauf. Alle sind hier in Schneeanzug. Das fällt mir erst jetzt auf. Das ist ja wie ich, der auch bei, ja, ich würde sagen, beim Neujahr oder an Silvester, in der Nacht von Silvester auf Neujahr auch eine kurze Hose eventuell getragen hat. Aber es waren auch ganz ehrlich über 10 Grad. Wenn man über 10 Grad keine kurze Hose trägt, der hat den Sinn von Gemütlichkeit nicht verstanden. Sagt der Boy, der keine Jogginghose zu Hause trägt, sondern jetzt gerade eine Jeans anhat. Wow, bist du stark. Damit hast du dir meinen Respekt redlich nicht verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und wenig Stärke hast du uns total überrollt. Oh, ich vergesse, ich muss dir das hier geben. Bam. Ohr Nummer 7, meine Freunde. Fehlt nur noch einer. Du erhältst den Firnorn von Frieda. Dankeschön.
Mit dem Firnorden kannst du Kraxler einsetzen. Und nimm noch das hier. Sticker, ich dachte, ich krieg eine coole TM, aber Sticker nehme ich auch. Da ist die TM. Dankeschön. Die macht mich schon eher glücklich. Und das ist Lawine. Let's go. Zeig mir einmal ganz kurz die Attacke Lawine. Wo sind wir da? Wir haben hier ein paar neue Attacken, beispielsweise hier Verhöhner. Dann haben wir hier Steinpolitur. Hagelsturm für 5 Runden, okay, kein Garados. Dann hätten wir Kraxler mit immerhin 90 Schaden, aber bei einer Genauigkeit von nur 85, lächerlich. Und das ist die Lawine. Wurde der Anwender in dieser Runde vom Ziel getroffen, verdoppelt sich die Stärke der Attacke bei Angriffen auf dieses Ziel. Also, starker Angriff, wenn man wenig Initiative hat, mit viel Initiative, ist es leider nichts. Also ist nichts für einen Let's Play Part, beziehungsweise nichts für einen Spieldurchlauf im Allgemeinen bei Pokémon Strahler Diamant. Trotzdem, 7. Orden ist abgeholt. Ich bin gespannt, was mit Team Galactic ist, warum wir jetzt nicht unserem Freund helfen. Keine Ahnung. Ich hoffe sehr, wir erfahren das im nächsten Part. Erstmal verabschiede ich mich. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.